Ja, liebe Freundinnen und Freunde, einen wunderschönen guten Abend hier im Saal, im Schanz, aber auch, an den Bildschirmen zu der Veranstaltung heute zu nachhaltigen Finanzen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über jeden, der zuschaut, der das aber auch in der Folge nachstreamen kann, der also sehen kann, was wir hier heute diskutieren werden. Ich freue mich, dass wir heute mit Christina Jeromin und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn zwei wirklich prominente Grüne bei uns haben, die auch für den Bundestag kandidieren und die genau dieses Thema voranbringen wollen. Christina ist Head of Sustainability Group bei der Deutschen Börse. Sie kommt also von dem Thema nachhaltige Finanzen. Sie wird dazu auch noch ein paar Takte über sich selbst sagen. Und ich denke, hier in Mülheim, unserem Bundestagsabgeordneten Wolfgang, muss ich vielleicht gar nicht mehr groß vorstellen. Wolfgangs Thema ist auch nachhaltige Finanzen mit Richtung oder Schwerpunkt auf Altersvorsorge. Und damit haben wir hier eine wirklich spannende Kombination. Wir haben jetzt alle auch hier in Deutschland live erlebt, wie der Klimawandel sich hier bei uns auswirken kann. Und es ist allen klar, dass wir hier etwas tun müssen. Und wie das nachhaltig, auch finanziell abgesichert geschehen kann, darüber wollen wir uns heute aufklären lassen. Aber das soll keine Einbahnstraße sein von unten nach oben. Wenn ihr Fragen habt nach den Eingangsstatements, dürft ihr gerne fragen. Ich werde dort sitzen, hebt die Hand, ich komme mit dem Mikro zu euch und dann könnt ihr euch beteiligen und die Diskussion befeuern. Zwei organisatorische Sachen möchte ich hier an der Stelle aber dennoch anbringen. Corona-Regeln, wenn ihr den Platz verlasst, wo ihr die Maske nicht tragen müsst, setzt die Maske bitte auf und ihr seht, Kameras sind nicht nur zur Übertragung hier aufgebaut, sondern auch hier im Raum unterwegs. Der Michael Prochnow von der Offenbach Post, den ich hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich begrüße, fotografiert fleißig. Wir machen auch selbst Fotos. Wenn ihr nicht wollt, dass die veröffentlicht werden, sagt kurz Bescheid, dann werdet ihr rausgeschnitten. So, das war von meiner Seite aus die kurze Begrüßung und Vorstellung für den Kreisverband Offenbach-Land und damit fangen wir auch jetzt gleich pünktlich an, weil es wird live gestreamt. Danke sehr. Christina, Wolfgang, the floor is yours. Vielen Dank, Herr Robert, vielen Dank, liebe Grüne Mülheim. Danke, lieber Wolfgang, dass ich heute hier zu Gast sein darf mit der Was kostet die Welt-Tour. Bin ich gerade unterwegs, um mit den Menschen in Hessen, aber auch darüber hinaus einfach über die Bedeutung von Finanzierung für die sozial-ökologische Transformation zu sprechen. Ich bin Christina Jeromin. In den letzten 13 Jahren habe ich in der Finanzbranche gearbeitet. Ich war in den letzten, also bis Ende 2020, 5 Jahre lang Head of Group Sustainability der Deutschen Börse. Das habe ich aber im letzten Jahr gekündigt, bin also seit Anfang des Jahres nicht mehr bei der Deutschen Börse, bin jetzt noch Co-Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Clusters, zumindest zu 60% und ansonsten, wie viele von uns, mitten im Wahlkampf, meinem ersten Wahlkampf, weil ich neu in der Politik bin. Und das Thema, mit dem ich antrete, hat ganz viel damit zu tun, warum ich überhaupt diesen Schritt aus der Wirtschaft in die Politik mache. Nämlich, weil ich der Überzeugung bin, dass wir viel zu wenig über Geld sprechen. Viel zu wenig über die Bedeutung von Geld als Gestaltungsmerkmal, als Gestaltungsinstrument von uns Menschen, um die Welt so zu machen, wie sie für uns am besten passt. Das heißt, so aufzubauen, wie wir auch zukünftigen Generationen ein lebenswertes Leben ermöglichen können. Wie habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir zu wenig über Geld sprechen? Nun ja, ich habe 2016 die Leitung bei der Deutschen Börse für diesen Bereich übernommen, war davor schon mehrere Jahre in dem Unternehmen und hatte dann die Aufgabe, das Nachhaltigkeitsprofil der Deutschen Börse weiterzuentwickeln. Und meines Erachtens nach besteht das Nachhaltigkeitsprofil eines Finanzdienstleisters nicht darin, dass man
die Stromrechnung an den Liegenschaften des Unternehmens offenlegt. Das ist natürlich auch selbstverständlich und ein Hygienemerkmal mittlerweile für gutes UnternehmerInnentum. Aber Nachhaltigkeit bezieht sich auf das Kerngeschäft von Unternehmen. Und da haben dann Automobilindustrieunternehmen ganz andere Herausforderungen als beispielsweise in einer Bank oder beispielsweise eine Börse. Und die Aufgabe von Finanzinstituten, von FinanzmarktakteurInnen besteht eben darin, Finanzmarktstrukturen so aufzubauen, dass sie in unser aller Zukunft einzahlen, dass sie der Realwirtschaft dienlich sind in der Transformation hin zu Klimagerechtigkeit, dass sie dabei helfen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erfüllen. Und warum? Nicht, weil wir alle so gute Menschen sind, sondern weil das notwendige Voraussetzungen dafür sind, dass überhaupt zukünftig eine Wirtschaft möglich ist. Das heißt, wir müssen diese Schere, die sich in unseren Köpfen aufgebaut hat, zwischen dem, was sozial und ökologisch geboten ist, und dem, was ökonomisch, also wirtschaftlich sinnvoll ist, endlich schließen. Weil wir können nicht zukunftsfähig wirtschaften, wenn wir das auf Kosten von uns Menschen und unseres Planeten machen. Das ist nämlich die Grundlage für Wirtschaft. So, das kommt zuerst, ne? Bevor Geld verdient wird. Achten wir darauf, wie wir Geld verdienen, um sicherzustellen, dass wir auch in 20, 50, 100 Jahren noch Geld verdienen können. Das ist ganz normales, vernünftiges Einmaleins. Wie habe ich also den Schritt in die Politik gemacht? Indem ich zunächst einmal 2019 stellvertretende Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung wurde. Da wurden rund 40 Expertinnen und Experten aus der Finanzbranche berufen, um Empfehlungen für die Bundesregierung zu erarbeiten, die Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort machen sollen. Das Lustige ist, 2019 mit dem Auftrag, führend werden zu wollen, anzutreten, ist schon mal viel zu spät. Weil 2016 gab es nämlich das erste Gremium auf europäischer Ebene, die sogenannte High-Level Expert Group, die genau diesen Auftrag hatte von der Europäischen Union. Lieber Finanzmarkt, wie bekommen wir mehr Geld in zukunftsfähige Geschäftsfelder, beziehungsweise wie helfen wir den Unternehmen, die heute noch nicht zukunftsfähig sind, dabei zukunftsfähig zu werden? 2016, 2019, 3 Jahre verschlafen. Gut. 2019 sind wir dann angetreten, eine hervorragend zusammengesetzte Gruppe, das muss man der Bundesregierung lassen, aus Realwirtschaft, Finanzbranche, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, auch die Verbände waren als BeobachterInnen dabei. Knappe 2 Jahre haben wir an den Empfehlungen gearbeitet, 31 Empfehlungen, die wir in diesem Jahr an die Bundesregierung übergeben haben, im Februar. Im Übrigen ohne noch nicht mal die Anwesenheit eines Staatssekretärs, einer Staatssekretärin aus dem BMF oder aus dem BMU oder aus dem BMWI. Wir saßen recht alleine in der Bundespressekonferenz, als wir diese Empfehlung übergeben haben. Und das war aber letztlich eigentlich nur das i-Tüpfelchen. Während der gesamten Zeit hat mich das Ambitionsniveau der Bundesregierung, die ja natürlich die Arbeit des Beirats begleitet hat, irritiert. Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir führend werden wollen, weil wir davon ausgehen, dass es für gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit wichtig ist, Geld richtig zu investieren, dann würde ich doch da mit vollem Herzblut dabei sein und die Empfehlungen dieser Expertinnen auch dankend annehmen und schnellstmöglich umsetzen, weil darum geht es ja. Wir sind eh zu spät, wir können jetzt nicht noch 10 Jahre sprechen, bevor irgendwas passiert. Dieses Ambitionsniveau war nicht vorhanden. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Ambitionen, die ich in der Finanzbranche in den letzten 13 Jahren miterlebt habe, auch in der Realwirtschaft, die ich zum Teil mitgeprägt habe, die versanden natürlich, wenn die Politik nicht in der Lage ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Weil am Ende ist das die Verantwortung der Politik, Leitplanken so zu gestalten, dass die Wirtschaft weiß, wohin es geht. Weil dann fängt die Wirtschaft auch an, sich zu bewegen, wenn es klare Signale von politischer Seite gibt, wenn es Erwartungssicherheit gibt. Das betrifft unseren innerdeutschen Wirtschaftsstandort, die Attraktivität unseres Finanzstandortes. Und parallel dazu ist natürlich diese, sagen wir mal, Vogel-Strauß-Methode auch super negativ für unsere internationalen und europäischen Partnerschaften. Weil da läuft das Thema schon. Da warten unsere Partnerinnen und Partner darauf, dass wir auch von deutscher Seite zur Seite springen und tatsächlich dieses Thema proaktiv mitbewegen. In relevanten Abstimmungen auf europäischer Ebene zum Thema Sustainable Finance hat sich die Bundesregierung sehr ruhig verhalten bis enthalten. Das heißt, da haben wir unserer Verantwortung, unserer europäischen Verantwortung sind wir nicht gerecht geworden.
Und das ist der Grund, warum ich mich letztes Jahr dann tatsächlich erst im September dazu entschieden habe, meinen Job zu kündigen und es zu versuchen, dann auf der LMV im Januar im Rahmen der Listenaufstellung, um meine Expertise aus den letzten 13 Jahren mit in die Bundespolitik einzubringen. Um hier auch gerade für die Region Rhein-Main einfach Ansprechpartnerin zu sein, weil wenn man sich überlegt, der Finanzplatz in Frankfurt ist einer der wesentlichen Finanzstandorte weltweit. Das ist Möglichkeit, das ist Potenzial, das bedeutet aber auch Verantwortung. Und die müssen wir als Hessinnen und Hessen auch wahrnehmen. Und davon können wir rückwirkend auch wiederum profitieren. Das ist ein starkes Standortmerkmal. Das heißt, ich trete einfach an mit dem Slogan, wir müssen über Geld sprechen, weil nicht darüber sprechen können wir uns ehrlich gesagt nicht mehr leisten. Und das kann man ganz gut an ziemlich großen Zahlen, die unseren Alltag aktuell begleiten, nachvollziehen. Also eine klimafreundliche EU oder klimaneutrale EU bis 2050, 80 Billionen Euro. Aktuell fehlen 17 Milliarden jährlich für die Aufforstung hessischer Wälder, 23 Milliarden Investitionslücken im Bildungssystem. Diese Liste lässt sich unendlich weit fortsetzen, sowohl international als auch national. Und diesem Investitionsbedarf in Zukunftsfähigkeit und damit in Wirtschaftsfähigkeit, in Wirtschaftsattraktivität und in Standortattraktivität, dem müssen wir endlich gerecht werden. Und tatsächlich geht es nicht darum, allein die öffentliche Hand, allein den Staat hier zur Kasse zu bitten, sondern wir haben eine florierende Wirtschaft, wir haben Kapital im privatwirtschaftlichen Bereich, das wir hier ganz gezielt einsetzen können. Und genau dafür steht Sustainable Finance. So ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Man hat auch eine Zeit lang über Green Finance gesprochen. Bei Green Finance ist so ein bisschen das Problem vielleicht, dass es nur die ökologische Dimension von Finanzierung betrachtet, während aber zum Beispiel auch die soziale Dimension eine sehr zentrale ist. Wir sprechen in der Branche, aber auch in der Politik mittlerweile von sogenannten ESG-Faktoren, Environmental Social Governance. Sozial und ökologisch ist klar, Governance bedeutet gute Unternehmensführung. Weil natürlich, je besser ein Unternehmen geführt ist, je ausbalancierter Checks and Balances und Reporting-Systeme in Unternehmen, desto besser ist dann am Ende letztlich auch und desto weitreichender und vorausschauender ist die Unternehmensstrategie. Wenn man sich beispielsweise Dieselgate anschaut, dann hat es natürlich negative Auswirkungen auf die ökologische auf der ökologischen Seite. Grundsätzlich war es aber ein Unternehmensführungsproblem, weil es einfach in dem Konzern nicht offengelegt wurde, dass mit bestimmten Techniken betrogen wurde und dass hier hinters Licht geführt wurde. So dürfen Unternehmen nicht aufgesetzt sein, wenn wir sicher gehen wollen, dass das Geld, was dort verdient und ja auch vom Staat, von den Menschen investiert wird, richtig investiert wird. Das heißt, was müssen wir machen, um die Finanzbranche zu einem zentralen Teil, zu einer zentralen Begleiterin dieses Strukturwandels zu machen? Wir brauchen zum einen klare Ziele. Und diese klaren Ziele, auf die haben wir uns europäisch, international zum Großteil schon verständigt. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris, ich nannte eben die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Deutschland hat sich hier angeschlossen, diese Ziele stehen in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Aber wie brechen die sich denn tatsächlich in die einzelnen Politikfelder, in die einzelnen Wirtschaftsfelder herunter? Vollkommen inkonsistent. Das führt natürlich dann dazu, dass besagte Leitplanken nicht da sind. Das führt dazu, dass Unternehmen keine Erwartungssicherheit haben. Das führt aber auch dazu, dass Unternehmen, die heute noch nicht nachhaltig wirtschaften, sich noch ganz gut darauf ausruhen können. Die Finanzbranche selbst im Übrigen auch. Seit 2008 ist diese Branche eine Krisenbranche. Das hat sich nicht wirklich geändert. Auch das können wir uns als Gesellschaft nicht mehr leisten. Der Gedanke dahinter ist, dass diese sogenannten ESG-Faktoren, die ich eben erwähnt habe, zusätzlich zu den klassischen Finanzkennzahlen, das heißt, was ein Unternehmen erwirtschaftet hat, was es ausgegeben hat, also diese klassischen Kennzahlen, die wir bisher verwendet haben, um den Wert eines Unternehmens zu bemessen, diese klassischen Finanzkennzahlen sollen mit diesen ESG-Faktoren angereichert werden. Das heißt, für die Bemessung eines Unternehmenswertes soll es zukünftig von Relevanz sein, ob ein Unternehmen eine Klimastrategie hat, wie ein Unternehmen mit Menschenrechten in seiner Lieferkette umgeht, inwiefern es seine Mitarbeiterinnen gezielt weiter- und ausbildet, flexible Arbeitszeitmodelle möglich sind, inwiefern, wie gesagt, Reporting, also Berichterstattungsstrukturen in Unternehmen aufgebaut sind, sodass klar ist, dass die Unternehmensstrategie gut verwaltet und transparent offengelegt werden kann.
nachdem wir Ziele formuliert haben, die wir formuliert haben, braucht es dann eben klassische Pfade. Also wie erreichen wir Ziele? Und Ziele erreicht man meistens nicht von heute auf morgen, weil das sind sehr, sehr große Ziele, sondern man muss sie in kleine Etappen einteilen. Diese Etappen müssen aber verbindlich festgelegt werden, damit alle wissen, wo es jetzt lang geht. Und ich meine damit nicht nur die Wirtschaft, sondern ich meine auch uns als Gesellschaft. Ich finde zum Beispiel, dass man unserem aktuellen Wahlkampf, so ein bisschen also Orientierungslosigkeit der Menschen auch anmerkt, diese Ideen und auch Inhaltsleere der Diskussion. Und wir müssen uns darauf verständigen, dass so wie es ist, kann es nicht bleiben. Aber wie wollen wir weitergehen und in welchen Schritten, das müssen wir auch gemeinsam klar festlegen, weil da müssen alle mitgenommen werden. Das muss auch überparteilich ein Konsens sein. Wir können die Frage, ob wir den Klimawandel gezielt bekämpfen wollen, nicht zwischen die politischen Räder geraten lassen, sondern da müssen wir uns alle einig sein. Und diese Etappen auf dem Weg der Transformation, darüber müssen wir uns auch einig sein. Hinsichtlich der Umsetzung, also des Wies, da können wir sehr gerne demokratisch streiten. Dass dieser Weg aber zu gehen ist, das muss klar sein. Und wenn man nämlich diese Pfade eingeteilt und für alle verlässlich und verbindlich dargelegt hat, dann kann man eben auch immer wieder evaluieren, ob man auf dem richtigen Weg ist. Weil, und ich glaube, da müssen wir uns auch alle bewusst sein, diese Veränderung wird bedingen, dass wir auch Fehler machen auf diesem Weg. Das ist ja ganz klar. Wer von uns hat schon mal einen Wirtschaftsstandort auf ein 1,5-Grad-Ziel umtransformiert? Niemand. Wie gehen wir mit sozialen Aspekten wie einer Beschäftigungssicherheit um, in dem Moment, in dem diverse Kerngeschäfte verändert werden müssen oder sogar wegfallen? Wie früh muss man die Weichen stellen? Wie früh muss man die Menschen abholen und mitnehmen? Das sind alles Dinge, die machen wir zum ersten Mal. Das ist eine super mutige und herausfordernde Aufgabe, aber wir müssen uns ihr stellen. Und je länger wir warten, desto näher kommt die Wand. Und diese Wand wird keinen Schritt zurückgehen. Das muss uns bewusst sein. Und je näher wir dieser Wand kommen, desto teurer wird diese Geschichte. Und deswegen, was kostet die Welt? Deswegen, was kostet denn wirklich unsere Welt? Was ist es uns denn wert, in diesem Wohlstand zu leben, den wir aktuell haben? Das sollte uns sehr viel wert sein und da hängt sehr, sehr viel dran. Das muss uns bewusst werden, wir müssen uns dieser Komplexität stellen. Jeder Tag, den wir warten, erhöht sich die Summe. Es ist keine Frage, wollen wir das investieren, sondern es ist eigentlich nur noch eine Frage, wie viel wollen wir investieren. Und wenn wir vor 10 Jahren angefangen hätten, dann wäre es heute deutlich günstiger. Das heißt, grüne Finanzierung, nachhaltige Finanzierung bedeutet nicht, dass Unternehmen, die heute noch nicht nachhaltig sind, einfach kein Geld mehr bekommen, am Kapitalmarkt beispielsweise durch Investoren oder durch die Bank, sondern ganz gezielt, dass die Unternehmen, die Herausforderungen in ihrer Wertschöpfungskette haben, die zum Beispiel aktuell große Teile ihrer Energie noch aus Kohlestrom beziehen, die insgesamt einfach zu viel CO2 brauchen in ihrer Wertschöpfungskette oder die Probleme haben, die Menschenrechte in ihrer Lieferkette zu überprüfen, weil die Menschen in ganz anderen Ländern und Ecken der Erde arbeiten und weil Auditsysteme da schwierig sind zu installieren. Diese Unternehmen gilt es, an die Hand zu nehmen und durch diese Transformation gezielt zu finanzieren. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich als Investorin entscheide, in Unternehmen XY zu investieren, dann lasse ich mir vorher, wie eben gesagt, transparente Kommunikation, alle Risiken und Chancen dieses Unternehmens offenlegen. Und dann erkenne ich ja, wo die Herausforderungen sind und wo die Stolpersteine der nächsten Jahre liegen werden. Und dann müssen Finanzbranche und Realwirtschaft Hand in Hand Systeme entwickeln, Transformationsfinanzierungsmechanismen entwickeln, um gezielt an diesen Stolpersteinen zu arbeiten, um diese Risiken zu minimieren, um diese Unwuchten in den Geschäftsbereichen kalkulierbar zu machen. Und genauso ist es bei der Bankenfinanzierung. Jeder Kredit, der vergeben wird, muss sich auch daran orientieren, in welchem Nachhaltigkeitszustand das Unternehmen ist. Und damit meine ich nicht Nachhaltigkeit im Sinne von Müsli schroten und Socken stricken und Bäume umarmen. Das alles ist gut und das alles können wir machen, aber das hat mit Finanzmarkt nichts zu tun. Ich meine Nachhaltigkeit im Sinne von ökonomisch zukunftsfähig. Ist es vorstellbar, dass ein Unternehmen auch in 50 Jahren noch eine gute Arbeitgeberin ist und auch noch Geld erwirtschaftet? Und nicht nur in 50, vielleicht sogar in 100 Jahren. Gut, das ist jetzt sehr weit bemessen, weil aktuell, und das hat mich auch sehr überrascht, als ich das erste Mal gehört habe, sind die Risiko- und Prognosezeiträume teilweise sogar nur 2 bis 3, 5 Jahre. Damit, mit diesen Prognosezeiträumen können wir nicht arbeiten, weil wir müssen sehr viel mittel- bis langfristiger denken.
Genau, das heißt, Transformation bedeutet Begleitung im Wandel. Und hier hat die Finanzbranche eine zentrale Aufgabe, diese Begleitung wahrzunehmen. Wie kann sie das wahrnehmen? Indem sie Informationen seitens der Realwirtschaft vorgelegt bekommt, wo die Unternehmen, wo die Wertschöpfungsketten stehen, indem die Stolpersteine erkannt werden, indem man sie gemeinsam gezielt bearbeiten kann. Und das ist eben auch das, wo dann die Politik relevant wird und wo sich die Politik nicht aus ihrer Verantwortung drücken kann. Und warum ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Wirkungsraum für Sustainable Finance vor allem im Politischen zu suchen ist. Weil es eben genau diese Punkte, die ich genannt habe, Ziele festlegen, Pfade definieren und überprüfen, eine Verantwortung von politischen Leitplanken ist. Das ist keine Aufgabe, die wir allein der Wirtschaft überlassen können. Mir wurde immer erzählt, und ich komme aus einem Umfeld, aus einer Wirtschaftswelt, wo ja immer noch diese Wahrheit, diese vermeintliche Wahrheit gepredigt wird, der Markt regelt das selbst. Also ich habe dem Markt jetzt 13 Jahre dabei zugeguckt und er hat es nicht selbst geregelt. Und das liegt einfach daran, dass dieser Markt gar kein Mensch ist, wie Sie und ich, sondern einfach das Ergebnis unserer Entscheidung. Wir entscheiden, wie ein Markt funktioniert, indem wir seine Mechanismen definieren, indem wir sagen, was wie finanzierbar ist, was wo offengelegt werden muss und so. Der Markt ist das Ergebnis unserer Entscheidung. Und wir können die Verantwortung, die wir haben, das zu definieren, nicht auf irgendein kryptisches Marktwesen abschieben. Dann warten wir nämlich vielleicht noch 50 Jahre und diese Zeit, wir haben es eben gehört von Robert, die haben wir auch überhaupt nicht mehr. So, das heißt, ran an die Buletten, Verantwortung übernehmen, Marktdynamiken gestalten, die es uns ermöglichen, zukunftsfähig zu werden, als Gesellschaft und damit aber auch als Wirtschaftssystem. So, was steht dazu im grünen Wahlprogramm? Da komme ich zum Ende. Ziemlich viel. Wir haben ausgerufen, dass jetzt ein Jahrzehnt der Investitionen notwendig ist. Und warum ist das so? Weil all die Zahlen, die ich eben am Anfang gezeigt habe, das sind Schulden, die sind schon angelaufen. Ne? Also wir hören ja immer gerne von der Schuldenbremse und ein Staat darf nicht über seine Verhältnisse leben und wir brauchen einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Genauso wie das Haushaltskonto einer schwäbischen Hausfrau, wurde ja mal gesagt. Allein dieser Vergleich hinkt gänzlich. Ein Staatshaushalt, ein Staatsvermögen ist nicht vergleichbar mit einem unserer privaten Konten. Ein Staatshaushalt muss stabil sein, er muss aber nicht zwangsweise ausgeglichen sein. Denn das, was einem Staat gehört, ist sehr viel mehr als das, was als Zahl, als tatsächlich Geldwert auf dem Konto liegt. Unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unsere Infrastruktur, unsere Technologie und Innovationskraft. All das muss in das Staatsvermögen mit hinein. Deswegen stehen wir Grünen für eine umfassende Bilanzierung des Staatsvermögens. Und zwar hinsichtlich des genauen der genauen Verfasstheit des, sage ich mal, Mobiliars. Weil ich komme jetzt zum Beispiel aus Wiesbaden und ich kann jetzt gerade nicht einfach vom Wiesbadener Hauptbahnhof hier nach Mülheim fahren, sondern ich muss erstmal nach Wiesbaden-Ost fahren, weil nämlich der Wiesbadener Hauptbahnhof leider gerade nicht benutzbar ist, weil sich die Salzbachtalbrücke abgesenkt hat. Das hat sie ja nicht einfach so gemacht, weil sie uns ärgern will, sondern es war absehbar. So, und wir könnten jetzt gerne mal ausrechnen, was es denn kostet, die Brücke zum gegebenen Zeitpunkt zu sanieren und was es uns jetzt als Gesellschaft kostet, indem wir diese Brücke nicht benutzen können, die Infrastruktur drumherum nicht benutzen können. Und das sind die Preisschilder, die wir gar nicht sehen. Die während uns suggeriert wird, wir machen keine Schulden und leben nicht auf die Kosten zukünftiger Generationen. Das sind die Schulden, die anlaufen, die uns treffen, die aber auch zukünftige Generationen hart treffen werden. Das heißt, wir müssen gezielt investieren. Wir müssen Klimaschutz zur Prämisse unseres Handelns machen, weil es die Grundlage für gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit ist. Und wir müssen über Geld reden. Und damit schließe ich jetzt, weil das betrifft auch uns alle. Wir sind am Ende alle Verbraucherinnen und Verbraucher, Konsumenten des Finanzsystems. Wir haben alle ein Bankkonto, wir haben alle eine Versicherung. Wir geben permanent anderen Leuten unser Geld und diese anderen Leute verwalten unser Geld. Es gibt dafür auch Vorschriften, die nennen sich treuhänderische Pflichten. Wenn man für andere Leute Geld verwaltet, dann soll man das mit bestem Wissen und Gewissen und im Interesse aller Beteiligten machen. Hat euch eure Bank gefragt, wie sie das Geld anlegen soll? In vielen Fällen wahrscheinlich nicht. Wenn sie ihr in die Bank geht oder in die Versicherung geht und fragt, wie wird denn mein Geld investiert, sind da viel zu viele Fragezeichen aktuell. Da muss Klarheit her. Die Menschen müssen ausgebildet werden und wir müssen zu verantwortungsbewussten und mündigen VerbraucherInnen werden.
weil auch dieses Geld und die Art der Anlage entscheidet ganz zentral mit darüber, genauso wie im Nahrungsbereich, genauso wie im Modebereich, wie sich unsere Welt verändert. Und diese Impulse, die müssen wir als Gesellschaft setzen. Wir müssen diese Transparenz einfordern und ehrlich gesagt, wir müssen mit der Wahrheit, die wir dann auf den Tisch bekommen, auch leben. Und dass diese Wahrheit ist, die Zeit des Sparens ist definitiv vorbei. Wenn wir jetzt nicht investieren, dann ist das am Ende ein Brocken, den wir nicht mehr leisten können. Beziehungsweise kommen diese Investitionen dann einfach auf uns zu. So wie jetzt die Salzbachtalbrücke. Als ganz kleines Beispiel. Das kann man sich jetzt nicht mehr aussuchen. Und das ist sehr viel teurer, als wenn man es vorher angegangen wäre. Und genauso ist es gesamten Staatsvermögen, genauso ist es aber auch hinsichtlich der Allokation von privatwirtschaftlichem Vermögen. Wir müssen da eine Hand drauf bekommen und als Gesellschaft gemeinsam entscheiden, wie unser Geld wirken soll. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Christina. Ich finde das großartig, dass du dich entschieden hast, in die Politik zu gehen und für die Grünen zu kandidieren. Und ich finde es großartig von den hessischen Grünen, dass wir den Mut haben, dich auf einen aussichtsreichen Platz zu setzen. Platz 11 der Landesliste, der ist nach den derzeitigen Umfragen sehr aussichtsreich. Ist aber nicht sicher. Das heißt, alleine wegen Christina lohnt es sich schon, für die Zweitstimme zu kämpfen oder den Grünen die Zweitstimme zu geben. So viel Wahlkampf muss sein. Ich bin ja habilitierter Volkswirt. Insofern finde ich das auch spannend, dann nochmal so eine Verstärkung zu kriegen. Ich war von 2009 bis 2013 rentenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und habe seinerseits die Idee des Grünen Bürgerfonds mitentwickelt, zusammen mit Nicole Maisch, die die älteren Grünen hier noch kennen, damals verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion aus Kassel, also auch eine hessische Bundestagsabgeordnete, und zusammen mit Gerhard Schick, Finanzmarktexperte. Wir drei, weil es auch verbraucherpolitische Aspekte hat, finanzpolitische und sozialpolitische Aspekte, dieser Grüne Bürgerfonds für die Alterssicherung, haben wir damals die Grundidee entwickelt und ist dann weiterentwickelt worden von Gerhard Schick vor allen Dingen, aber auch Sven Giegold, andere Finanzpolitikerinnen in der Partei. Gerhard Schick ist nochmal ein Stichwort, der ist ja dann ausgeschieden, leider aus dem Bundestag, weil er die NGO Finanzwende gegründet hat, eine ganz wichtige NGO, für die ich auch nochmal Werbung machen kann, wo man auch Mitglied werden kann und ist da jetzt außerparlamentarisch aktiv in einem wichtigen Feld. Und ich bin, als er ausgeschieden ist, Mitglied im Finanzausschuss geworden, habe nicht sein ganzes Portfolio übernommen, weil ihr wisst, ich mache Arbeitsmarktpolitik, europäische Sozialpolitik, Armut, das sind auch nach wie vor meine Hauptthemen. Aber ich habe im Finanzausschuss insbesondere das Thema kapitalgedeckte Alterssicherung übernommen, neben so ein paar steuerpolitischen Themen, also Familienleistungsausgleich, Stichwort Kindergrundsicherung, Ehegattensplitting, war ich für zuständig in den letzten Jahren. Aber auch das Thema so Schnittstelle zwischen Grundsicherung und Einkommensteuer. Ihr wisst ja, die Garantiesicherung, da haben wir als Idee, die ja schrittweise ins Steuersystem zu integrieren. Also diese Schnittstelle habe ich auch bearbeitet, aber eben auch kapitalgedeckte Alterssicherung. Und da spielt das, was Christina eben gesagt hat, eine unglaublich große Rolle. Bei der Alterssicherung ist aber wichtig zu betonen, dass wir jetzt nicht die gesetzliche Rentenversicherung durch die kapitalgedeckte Alterssicherung ersetzen wollen. Das waren so Diskussionen, die gab es so vor 20 Jahren mal und davor. Bei der FDP ist das zum Teil immer noch so, dass die das denken, das ist ein ganz falsches Denken. Sondern es gibt auch manche Leute, die sagen, ja, kapitalgedeckte Alterssicherung brauchen wir, um Altersarmut zu bekämpfen. Kompletter Unsinn. Dazu ist die kapitalgedeckte Alterssicherung viel zu unsicher. Das heißt, Armutsbekämpfung und so ein Minimum an Lebensstandard muss über die Rente erfolgen, durch die gesetzliche Rente. Und die wollen wir Grüne stärken, die wollen wir armutsfest machen durch eine Garantierente, mit der das Minimum innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung sichergestellt wird, und zwar unbürokratisch und nicht so ein Bürokratiemonster wie die Grundrente, die jetzt eingeführt worden ist, die vom Grundgedanken mal gar nicht so blöd gedacht war, aber in dem politischen Prozess der Großen Koalition dann zu einem Ding geworden ist, wo die Rentenversicherung jetzt 2 Jahre braucht, um die Ansprüche zu berechnen, also welch ein Unsinn.
da ist die grüne Garantierente wesentlich einfacher, weil da einfach der Gedanke ist, wer länger in der gesetzlichen Rentenversicherung war, bei dem wird die Rente auf ein Minimum automatisch aufgestockt. Das ist also relativ einfach. Und wir wollen die Finanzierungsbasis der gesetzlichen Rentenversicherung verbreitern, dass nur auf Arbeitseinkommen, nur auf abhängig Beschäftigte zu beziehen, ist halt auch nicht nachhaltig, finanziell nicht nachhaltig, aber auch sozial nicht nachhaltig. Wir wollen es zu einer Bürgerversicherung entwickeln, wo alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen und perspektivisch auch auf alle Einkommensarten, um da eine breitere Finanzierung hinzukriegen, damit halt auch in der Zukunft die Rentenversicherung noch eine soziale Rentenversicherung ist. Auch das ist eine Dimension der Nachhaltigkeit. Das ist also die Basis, auf der dann die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge aufsetzt. Wie gesagt, bei der FDP, die hat ein Modell gemacht, wo die kapitalgedeckte Alterssicherung einen Teil der gesetzlichen Rentenversicherung ersetzen soll. Das wäre der komplett falsche Weg. Es wäre auch für die Kapitaldeckung ist das ein Problem, weil es wäre auf Sand aufgebaut. Das ist ein Problem von Riester. Riester ist insgesamt eigentlich komplett gescheitert. Auch da gab es ein paar gute Grundgedanken da drin, aber es sind ein paar Fehler gemacht worden. Also ein Problem ist, dass sich halt Riestern für Menschen mit geringem Einkommen finanziell nicht lohnt, weil es wird komplett auf die Grundsicherung im Alter angerechnet. Das heißt, es lohnt sich gar nicht zu riestern, wenn man davon ausgehen kann, wenn man ein geringes Einkommen hat, am Ende werde ich sowieso nicht mehr kriegen an Rente als die Grundsicherung. Deswegen ist bei der Garantierente bei uns das so, dass halt zusätzliche Vorsorge komplett zusätzlich ist. Wird ja auch bei der gesetzlichen Rente nicht angerechnet und so soll das auch bei der Garantierente sein. Das heißt, schon allein dadurch lohnt sich eigene Zusatzvorsorge. Dann sind bei Riester noch weitere Fehler gemacht worden. Ein wesentlicher Fehler war, dass den Privaten das überlassen worden ist, den Vertrieb zu managen. Das führt dann dazu, dass natürlich Private Gewinne erzielen müssen. Das geht dann schon mal von den Renditen ab. Und es führt vor allen Dingen dazu, dass der Vertrieb organisiert werden muss. Und da fallen dann Provisionskosten an und Ähnliches. Die Verwaltungskosten bei Riester sind enorm groß. Und es wäre von Anfang an besser gewesen, wenn man die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge staatlich organisiert hätte. Ich habe das damals schon vor 20 Jahren in meinen Vorlesungen an der Uni Frankfurt gesagt, dass es besser gewesen wäre, sich an Schweden zu orientieren. Schweden hat in den 90er Jahren einen Prozess gehabt, der hat fast 10 Jahre gedauert, wo sie ihr Rentensystem komplett umgekrempelt haben. Die haben eine Garantierente eingeführt und die haben halt eine öffentlich organisierte kapitalgedeckte Zusatzvorsorge gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass der Staat selber Geld anlegt, sondern der Staat stellt einen Fonds zusammen von privaten Kapitalgebern, Kapitalgeberinnen und das ist so ein Standardfonds, den muss man auch nicht machen, auch in Schweden muss man das nicht machen, was man in Schweden machen muss, man muss diese kapitalgedeckte Vorsorge machen, entweder in diesem Bürgerfonds oder man macht es privat. Das haben wir am Anfang auch mal diskutiert, ob man das verpflichtend machen sollte, machen könnte. Wir haben das nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, man kann auch sagen, man will gar nicht zusätzlich vorsorgen. Das ist erstens ein Prinzip der Freiheit. Zweitens muss man sagen, die ganze Rentenversicherung ist sowieso schon eine Umverteilung von oben nach unten, von unten nach oben. Weil von der Rentenversicherung profitieren diejenigen, die lange leben. Und wer lebt lange? Das sind diejenigen, die eher ein höheres Einkommen haben. Und wir wollten jetzt nicht Leute dazu noch zusätzlich verpflichten, für Leute, die lange leben, halt auch noch sparen zu müssen, sondern wer freiwillig sagt, ich mache das nicht, muss es auch nicht machen. Aber die Freiwilligkeit, die komplette Freiwilligkeit, die es bei Riester gab, hat dann zu zusätzlichen Problemen geführt. Also ich habe ja schon gesagt, durch die Provisionen, durch die Gewinne der vor allen Dingen Lebensversicherungen hat das dazu geführt, dass die Renditen relativ gering waren oder sind bei Riester. Ohne die Zuschüsse, die steuerlichen Zuschüsse, die es gibt, würde es sich für die meisten gar nicht lohnen. Mit den Zuschüssen schon, also gerade für Familien, Alleinerziehende, lohnt es sich rein rechnerisch. Aber wenn man allein die Riester-Produkte sich anguckt, da gibt es Berechnungen zu, lohnt sich das erst, wenn man
eine Lebenserwartung von 90 oder bei manchen Produkten sogar 100 Jahren hat. Hat nicht jeder. Und da sieht man schon, dass diese Produkte relativ schlecht funktionieren. Und dann gibt es einen Prozess, der wird in der Versicherungsökonomie etwas Selection genannt. Bedeutet, wenn das komplett freiwillig ist und es hat so ein hohes Risiko, dass es so eine geringe Rendite hat, dann scheiden die Leute aus, die ein geringeres Risiko haben, in dem Fall von einer langen Lebenserwartung. Dadurch werden die Renditen noch schlechter und es scheiden weitere Leute aus. Dadurch lohnt sich diese Riester-Geschichte immer weniger. Das heißt, es ist wichtig, dass möglichst viele tatsächlich auch diese Zusatzvorsorge machen, damit es eine vernünftige Rendite gibt. Die Schweden haben das, wie gesagt, durch eine Pflichtversicherung gemacht. Unsere Idee ist zu sagen, dass es erstmal jeder machen soll, aber man kann rausgehen. Man nennt das Ganze Opt-out. Also es ist quasi wie bei der Rentenversicherung, wird ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens direkt an diesen Bürgerfonds überwiesen. Und wenn man dem nicht widerspricht, dann läuft das wie bei der Rentenversicherung. Und wenn man dem widerspricht, dann kann man entweder selber vorsorgen, irgendeine Lebensversicherung, Aktienfonds oder eben auch gar nicht, je nachdem, was man möchte. Oder ein Vorschlag, den wir auch haben, man kann auch in die gesetzliche Rentenversicherung zusätzliche Beiträge einzahlen, auch noch eine zusätzliche Möglichkeit, die dann gefördert werden soll. Aber Standard ist dieser Bürgerfonds. Das ist also dann eine Möglichkeit, die Lebensstandardsicherung für breite Bevölkerungsschichten dann zu verbessern. Und Schweden hat gezeigt, wenn das so ein großer öffentlicher Fonds ist, ohne diese ganzen Provisionsgeschichten, ohne diese private Vermittlung, die enorm viel Geld kostet, dann sind die Verwaltungskosten sehr, sehr gering. Und einen weiteren Punkt, den wir von Schweden auch noch gelernt haben, wo manche Leute zuerst stutzen, ist, dass bei der Riester-Rente ist es ja so, dass da garantiert wird, dass das, was man eingezahlt hat, auch wieder rauskommt. Das klingt ja erstmal super vernünftig. Aber man muss sehen, das wird ja auf lange Zeit angelegt. Und um das zu verhindern, dass es auf gar keinen Fall eine negative Rendite gibt, kostet das auch wieder enorm viel an positiver Rendite. Und die Schweden haben es anders gemacht. Die haben nicht gesagt, dass diese kapitalgedeckte Zusatzvorsorge eine Mindestrendite erzielen soll, sondern sozusagen, dass das Minimum wird sozusagen durch das staatliche System, durch diese Garantierente und die breitere Finanzierung abgesichert. Und dadurch kann man aber höhere Renditen insgesamt erzielen auf dem Finanzmarkt. Und wenn man so langfristige Anlagen macht, über 30, 40 Jahre, dann ist es ja gar nicht wichtig, dass es zwischendurch mal schwankt, ne? Sondern wichtig ist, dass am Ende viel rauskommt. Und das ist auf dem Kapitalmarkt häufig so, dass die langfristige Rendite höher ist als bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Ist nicht immer so, ne? Also im Kapitalmarkt liegt eine höhere Unsicherheit, aber eben auch eine Chance auf eine höhere Rendite. Deswegen diese Kombination aus einer stabilen Rentenversicherung und einer kapitalgedeckten Zusatzvorsorge ist ein vernünftiger Weg für die Alterssicherung, aber die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge ist, wie gesagt, zusätzlich und ist nur ein kleiner Teil der Altersvorsorge. Nun wird manchmal werden wir gefragt, zum Teil durchaus zu Recht, warum denn überhaupt auf dem Kapitalmarkt investieren. Gibt da zum Beispiel Österreich, wird immer so als Vorbild genannt. Da gibt es kapitalgedeckte Alterssicherung fast gar nicht. Die haben auch fast keine betriebliche Alterssicherung, kaum private Alterssicherung, schon gar keine geförderte. Die machen das alles über ihre gesetzliche Rentenversicherung. Entsprechend ist da das Niveau auch höher. Deswegen ist das so ein bisschen immer Äpfel mit Birnen verglichen, wenn man da Zahlen in den Medien hört. Aber das wäre durchaus auch ein Weg gewesen. Vorteil der kapitalgedeckten Alterssicherung ist das, was ich eben schon sagte, diese möglicherweise höhere Rendite. Ein anderer Vorteil von dem Bürgerfonds ist aber noch ein ökonomischer. Und da knüpfe ich auch an das an, was Christina eben gesagt hat. Da werden ja enorme Kapitalmittel gesammelt, die dann für Investitionen zur Verfügung stehen. Und wenn man das öffentlich organisiert und dann mit den ESG-Kriterien verknüpft, dann hat man da einen großen Pool an Geld, der für private Investitionen verwendet werden kann. Wir Grüne wollen ja für die nächsten 10 Jahre ein großes öffentliches Investitionsprogramm machen. Das ist auch wichtig, um die Ökonomie anzuschieben und in die richtige Richtung anzuschieben. Also im Rahmen der Rahmensetzungen
Aber wenn dann private Investitionen dazukommen, ist das natürlich super hilfreich. Und am Ende muss es natürlich auch private Investitionen geben. Und da wäre so ein Bürgerfonds auch eine Basis, um solche Investitionen zu finanzieren. Man hat also auch noch diesen ökonomischen Effekt zusätzlich mit dabei. Das ist die Idee des Bürgerfonds, der halt auch nachhaltig organisiert sein soll, also stabile gesetzliche Rentenversicherung, breit finanziert und dann darauf aufbauend halt diese kapitalgedeckte Zusatzvorsorge als Bürgerfonds öffentlich organisiert, wie das in Schweden der Fall ist, mit dem Nebeneffekt, dass es auch noch diesen positiven ökonomischen und Nachhaltigkeitseffekt hat. Und da habe ich mich in den letzten Jahren und wenn man das seit 2009 rechnet, seit 10 Jahren für eingesetzt. Und wir haben jetzt die Chance, tatsächlich dann auch nach der Bundestagswahl auch uns in die Richtung zu bewegen. Das ist ein Punkt ja auch bei uns im Wahlprogramm. Das so meine Ergänzung mal zu dem Kommentar von Christina. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier vorne noch diskutieren müssen oder wollen. Wenn ihr dazu was beitragen wollt, könnt ihr euch, wie gesagt, beim Robert melden. Aber vielleicht hast du ja auch noch einen Kommentar zu dem, was ich gesagt habe. 100%. Vielen Dank. Also ich glaube, da ist schon eine Frage. Vielleicht noch ein Satz. Wir werden dazu eben, also durch so einen BürgerInnenfonds werden wir eben auch alle als Begleiterin zur Begleiterin dieser Transformation. Und am Ende ist es auch das, was es für eine große gesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung braucht, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, tatsächlich zu Beteiligten zu werden. Und da liegt eine große Attraktivität in einem so aufgesetzten Fonds, dass da auch über tatsächlich sowieso passierende Spar- und Einzahlungsmaßnahmen noch eine Beteiligung am Umbau von unserer Wirtschaft und Gesellschaft ganz individuell geleistet werden kann. Aber ich glaube, in der letzten... Ja. Ja, hallo, mein Name ist Frank Richter. Ich habe so ein paar Anmerkungen, aber das liegt vielleicht auch an meinem Grundverständnis. Also ich möchte jetzt nicht hier den Advocatus Diaboli spielen, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn die Politik sagt, sie möchte gerne die Hüterin der Ziele sein und die Pfade definieren. Da befürchte ich immer, das geht so in Richtung Planwirtschaft. Das ist ja schon ziemlich in die Hose gegangen. Das andere Thema auch, der Markt wird es schon richten. Diese Aussage kommt ja auch daher, dass man sich nicht anmaßen sollte, dass man weiß, wie der Markt funktioniert oder was das Beste ist. Das heißt, einfach aus dem Bewusstsein, hunderte oder tausende Menschen können nicht sagen, wo wir hingehen. Deshalb lassen wir uns den Markt machen, sprich 11 Milliarden Menschen sollen entscheiden, was gut und schlecht ist. Das ist natürlich alleine sicherlich nicht ausreichend, das sollte man am Rande vielleicht flankieren, aber ich glaube, die Ziele vorzugehen, ist unheimlich schwierig. Ich höre immer sozial-ökologische Transformation. Ich glaube, dass der Klimaschutz wirklich sehr wichtig ist. Aber wenn ich in anderen Bereichen lese von anderen Autoren, dann gibt es zum Beispiel auch das Thema digitale Transformation. Und ich glaube, das wird vielleicht sogar den Klimaschutz noch oder vielleicht noch schneller uns überrennen als diese andere Transformation. Und das sollten wir vielleicht irgendwie auch bei der ganzen Betrachtung mit einkalkulieren. Also ich finde es sehr honorig, wenn wir sagen, Menschenrechte ist wichtig. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir an die armen Leute denken, aber wir stehen in einem internationalen Wettbewerb und ich frage mich da, wie das 80-Millionen-Volk Deutschland halt eben Einfluss nimmt auf die ganze Welt, weil die Zukunft spielt sich im Moment in Asien ab, nicht mehr in Europa oder sagen wir mal, die Zukunft neigt dazu, sich in Asien abzuspielen, nicht mehr hier. Also wir können die eine Transformation ohne die andere nicht alleine behandeln, sondern wir müssen da noch ein Stückchen weitergehen. Dann habe ich einen Punkt, ja, das eine noch, dann bin ich auch schon fertig. Ich finde es natürlich gut, dass man irgendwo so eine kapitalgedeckte Altersversorgung irgendwo Überlegungen anstellt. Ich halte es natürlich für schwierig, alles das, was in Aktien geht, vielleicht wird es auch staatlich gesteuert und der Einzelne muss es nicht machen. Früher, bis 2008, gab es ein unheimlich tolles System, kaum Risiko, das war einfach das Sparbuch, das hatte 4% Zinsen. Und es ist leicht auszurechnen, nach ungefähr 17 Jahren habe ich mein Kapital verdoppelt. Das war eine tolle Sache und hat vielen, ich sage mal, älteren Leute richtig schön viel Geld gebracht, die hatten da neben der Rente ihre Altersversorgung gemacht.
Das gibt es heute nicht mehr, ich sage mal ganz böse, weil wir jetzt für das Missmanagement der südeuropäischen Länder oder vielleicht auch anderer Länder aufkommen müssen. Da werden jetzt ganz tolle Konstrukte gemacht. Wir haben sie ja eben zum Teil auch gehört, aber warum kommt man nicht mehr dahin? Wir zahlen jetzt die Schulden anderer Länder oder das Missmanagement. Okay. Vielen Dank, Frank. Christina, ich glaube, das ist jetzt eine Frage ganz speziell für dich. Hätte ich jetzt auch gestellt. Du hast den europäischen Kontext hier angerissen. Frank hat das jetzt erweitert global. Wie siehst du das? Genau, also ich glaube, ich fange mal vorne an und übergebe. Und ich ergänze gerne. Sehr gut. Die Frage ist, kann Politik Ziele festsetzen und ist das dann Planwirtschaft? Also die Politik kann natürlich keine Ziele losgelöst von der Gesellschaft, die sie repräsentiert, festlegen. Aber es ist natürlich die Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft, die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchsgruppen, auch hinsichtlich, die einen sind kurzfristig, die anderen sind mittelfristig, die anderen sind langfristig. Das ist ja ein enormer Verhandlungsmarathon, in dem wir alle miteinander stehen, innenpolitisch, europäisch, international. Also wenn man sich allein überlegt, wie unglaublich umfangreich die Verhandlungen auf internationaler Ebene waren, bevor die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen feststanden. Und auch da stehen ja nicht alle Nationen weltweit dahinter. Aber wenn wir so große Herausforderungen vor uns haben, und ich finde es vollkommen richtig, was Sie gesagt haben, die Digitalisierung ist eine weitere davon, dann wird es auch sehr schwierig, wenn wir alle individuell losrennen. Deswegen wählen wir Repräsentanten, deswegen haben wir politische Strukturen, die es schaffen müssen, diese verschiedenen Ansprüche und Interessen und Bedürfnisse zu bündeln, auf einen Tisch zu packen und fair und transparent auszuverhandeln. Deswegen Ziele, natürlich nicht losgelöst von der Gesellschaft, aber die Verantwortung der Moderation dieses Dialoges, wie wollen wir eigentlich leben, das kann man der Politik meines Erachtens nach nicht absprechen, sondern das ist eine ihrer Kernverantwortung. Die zweite Frage, der Markt. Also ich habe ja gar nichts gegen den Markt. Ich finde, dass der Markt was Tolles ist, weil wenn man den Markt so ausstattet, wie ich eben sagte, nämlich mit Leitplanken, die es dann erlauben, die grundsätzlichen Marktdynamiken, nämlich Angebot und Nachfrage, transparente Preisfindung, sind alles Dinge, die möchte ich überhaupt nicht missen. Was ich nur gesagt habe, ist, die Verantwortung dafür, wie der Markt läuft, die können wir nicht komplett von uns weisen, sondern der Markt läuft innerhalb von festgelegten Regeln. Diese Regeln werden von unseren Vertreterinnen in den Parlamenten gemacht. Wir sind ständig in der Lage, diese Regeln zu evaluieren und zu modifizieren. Ich möchte in keinem Fall, dass zum Beispiel der nachhaltige Wirtschaftsbereich allein durch Subventionen funktioniert, also im Prinzip nur staatlich ernährt. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, beispielsweise im Bereich der Solarstromenergie. Deswegen brauchen wir ja Marktregeln, die es dem Markt erlauben, seine eigenen Dynamiken zu entfalten, aber eben entlang unserer Interessen, entlang der genannten Ziele. Jetzt habe ich einen Punkt, glaube ich, vergessen. Zinsen. Zinsumfeld. Das Zins... Ja, Kapital, gedeckte Alterssicherung. Ach so, ja, aber da hätte ich ja... Genau, ich ja. Vielleicht mal so weit, wenn ich was vergessen habe, gerne nochmal nachfragen. Ja, ich hätte schon ein paar Anmerkungen, aber ich... Es gab ja noch ein paar mehr. Anmerkungen. Ja. Also du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen. Also das eine nochmal, Markt und Staat. Also es geht darum, jetzt nicht eine Staatswirtschaft zu machen, sondern klare Regeln zu haben, wo dann die Marktkräfte wirken können. Das ist ja auch eine Idee des Bürgerinnenfonds, wo Kapital dem privaten Markt zur Verfügung gestellt wird unter den Bedingungen. Und in vielen anderen Bereichen brauchen wir diese Regeln ja auch. Also insofern ist das nicht weit weg von Planwirtschaft, was wir da vorschlagen. Natürlich müssen wir die anderen Veränderungen mitbedenken. Digitalisierung ist eine Riesenveränderung, die ja parallel läuft. Es gibt allerdings ein bisschen Unterschied nochmal zu den Klimaveränderungen. Die Klimaveränderungen entreißen uns die Lebensgrundlagen. Das ist nochmal eine andere Dimension, finde ich. Die Digitalisierung verändert aber auch unser gesamtes Leben und tut es ja jetzt auch schon. Also insofern muss man das mitbedenken und als Arbeitsmarktpolitiker ist das einer meiner zentralen Dimensionen, die ich da mitdenke, wo wir ja auch Konzepte zu entwickelt haben, wie wir da Dinge regeln können und
wo es auch eine Rolle spielt, habe ich ja eben nur angedeutet. Wir wollen ja öffentliche Investitionen machen in der Größenordnung von 50 Milliarden Euro pro Jahr über die nächsten 10 Jahre. Und da gehört digitale Infrastruktur natürlich ganz entschieden mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Politik schon irgendwie verspricht, dass es überall schnelles Internet gibt. Ne? Und dieses Versprechen muss mal endlich erfüllt werden. Alle, die mal im Ausland waren in den letzten Jahren, wissen, wie weit wir da hinterher hinken. Also das ist eine Dimension neben Schienennetzen, andere öffentliche Infrastruktur, Schulen, Bildung. Ne? Da muss öffentliches Kapital rein und in viele andere Bereiche muss halt privates Kapital rein, was wir über den Bürgerfonds organisieren wollen. Und das war vielleicht ganz kurz, wenn du das super angesprochen hast, Digitalisierung, das ist nämlich das, was mir eben entfallen ist. Und es war nämlich so eine richtige Anmerkung, weil wir haben ja viel über Transparenz und Informationsaustausch zwischen Finanzbranche, Realwirtschaft, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Digitalisierung ist meines Erachtens nach eine der zentralen Säulen eines nachhaltigen Finanzsystems. Weil es wird darum gehen, ungemeine Datenmengen, die wir heute noch nicht standardisiert zur Verfügung haben. Ne? Also aktuell berichten Unternehmen viele verschiedene Dinge, wenn sie über Nachhaltigkeit berichten, aber keine klaren Standards, die vergleichbar sind. Das ist etwas, was Robert eben angesprochen hat, was auf europäischer Ebene verhandelt wird. Da werden Klassifizierungssysteme entworfen, die sogenannte Taxonomie. Das wird zu einem sehr großen, zu einer Datenflut im Markt führen. Und natürlich muss diese Datenflut dann auch den Akteurinnen aus der Finanzbranche zur Verfügung gestellt werden, wenn sie sie denn einpreisen wollen. Und hier ist Digitalisierung ein zentraler Flaschenhals sozusagen, weil was machen wir mit den Daten, wenn wir sie nicht hosten können, wenn wir sie nicht bereitstellen können und wenn wir sie nicht auslesen können. Deswegen würde ich sagen, Klimaverträglichkeit oder Digitalisierung, ich würde es immer zusammendenken, weil die Digitalisierung ist ein Instrument für uns als Gesellschaft, um unsere Ziele zu erreichen. Sicherlich, hier gilt es, die Datenschutzgeschichte zu beachten. Das ist auch mit Herausforderungen versehen. Aber grundsätzlich werden digitale Prozesse, Datentransparenz, auch viel Effizienz im Rahmen der Zielerreichung beitragen. Entschuldige. Danke. So, dann hast du auch als Drittes angesprochen, früher gab es mal auf dem Sparbuch 4% Zinsen, ganz früher sogar noch mal mehr. Und jetzt gibt es da fast nichts mehr. Das liegt nicht an der EZB oder der Zentralbank. Das ist so ein übliches ökonomisches Missverständnis. Zinsen werden auf dem Markt festgelegt. Die werden nicht staatlich durch die EZB festgelegt, sondern auf dem Markt. Das heißt, wenn es Renditemöglichkeiten gibt, dann steigt der Zins. Das heißt, wenn wir öffentliche Investitionen anstoßen, dann gibt es wieder Rendite. Und auch bei den nachhaltigen Investitionen, auch da gibt es manchmal das Missverständnis, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, dass halt nachhaltige Investitionen ja besser sind, aber weniger Rendite erzielen. Die Empirie zeigt eigentlich ein anderes Bild, also es sind eher die nachhaltigen Investitionen, die auch höhere Renditen erzielen. Und wenn auf den Märkten wieder höhere Renditen erzielt werden, dann lohnt es sich für die Banken auch, dann Kredite zu vergeben, das in Investitionen weiterzugeben, die geben Renditen und dann kann die Banken auch wieder Zinsen zahlen. Dann steigen die Zinsen. Das heißt, durch so ein Konzept, wie wir das vorschlagen, hätten wir vielleicht auch wieder einen Pfad, der die Zinsen wieder ansteigen lässt, allerdings auch nicht massiv, weil bei dem Ganzen müssen wir die planetaren Grenzen mit berücksichtigen. Also Wachstum wird es auch nicht mehr in den Maßen geben, wie es das vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Insgesamt wird es weniger Wachstum geben, damit auch insgesamt weniger Renditen, weniger Zinsen. Aber für die individuellen Investitionen sind nachhaltige Investitionen eher renditenträchtiger und können dann auch höhere Zinsen nehmen. Genau, also vielleicht dazu, es gibt Metadatenstudien bis in die 70er Jahre zurück, in denen verglichen wurde ein nachhaltiges Investment, also eine solche Kapitalallokation, die diese zusätzlichen Kennzahlen neben den klassischen Finanzkennzahlen mit einbezogen hat, im Vergleich zu Investitionen, die nur auf den finanziellen Aussagen beruhen. Und es ist ganz klar, im Renditebereich ist es neutral bis leicht positiv. Es ist aber ganz stark positiv im Risikobereich. Und auch das ist eigentlich einmal eins und total vernünftig, weil je mehr Informationen ich herangezogen habe, bevor ich entschieden habe, wo ich mein Geld investiere, desto sicherer ist dann tatsächlich auch die Vermeidung eines Stranded Assets. Eine informierte Investitionsentscheidung ist immer eine verantwortungsvolle Investitionsentscheidung. Das heißt nicht, dass alle nachhaltigen Investitionen kein Risiko haben.
sondern natürlich gibt es auch risikoreiche Investitionen in neue Unternehmen, die mit nachhaltigen Geschäftsfeldern an den Start gehen. Die Frage ist aber einfach nur die der Transparenz. Wenn jemand in risikoreiche Geschäftsfelder investieren möchte, weil es einfach darum geht, Innovation, Technologie auch zu fördern, dann soll das ja auch weiterhin die Entscheidung der Menschen am Markt sein. Da möchte der Staat gar nicht vorgreifen. Aber wir müssen die Transparenz schaffen, sodass in dem Moment, in dem die Kapitalallokation passiert, Informationsreichtum vorhanden ist. Und diese Studien, die lassen sich von daher unterstützen, die Aussage, je informierter, desto risikoärmer, und Risikoarmut wirkt sich natürlich mittel- bis langfristig auch positiv auf die Rendite aus. Aber es ist so, ich sehe, Sie schauen ein bisschen unglaubwürdig, aber das ist... Da müssen wir den Begriff nachhaltig definieren. Genau, also nach... Also nachhaltig funktioniert aktuell nach dieser Aufgliederung in ESG. Ne? Und es gibt einen Unterschied am Markt zwischen nachhaltig basiertem Investment oder Kapitalallokation. Da werden einfach diese Aspekte mit einbezogen. Das heißt, Sie können auch in ein Unternehmen investieren, das hat heute einen, was weiß ich, CO2-Fußabdruck von 5,8. So, ne? Hat aber in seinem Unternehmensbericht offengelegt, wir haben diese 5,8, wir sind weit entfernt von 1,5. Das ist, wie eben gezeigt, unsere Zielstrategie, wie wir die 1,5 treffen wollen. Liebe Bank, lieber Investor, unterstütze uns bei dieser Transformation. Niemand verbietet Ihnen, Ihr Geld in heute noch nicht nachhaltige Unternehmen zu stecken. Im Gegenteil, es ist gewollt im Prinzip, weil wir diesen Strukturwandel ja begleiten wollen. Daneben gibt es das sogenannte Impact Investing. Das ist ein wirkungsorientiertes Investing. Da gibt es Menschen, die ihr Geld gezielt in zum Beispiel die Erreichung von Ziel Nummer 5 der Vereinten Nationen investieren wollen. Ne? Und da geht es denen gar nicht darum, ob die eine monetäre Rendite zurückbekommen, sondern sie wollen einfach gezielt mit ihrer Investition eine Zielerreichung fördern. Und da finde ich das ganz spannend, was Wolfgang eben gesagt hat. Es wird nicht mehr so viel Wachstum geben. Es ist auch unsere Aufgabe zu definieren, was Wachstum ist. Ist Wachstum ein rein monetäres Ding? Mehr Geld auf dem Konto oder ist beispielsweise auch eine positive Wirkung, wie ein funktionierendes Infrastruktursystem im öffentlichen Verkehr, ein gutes Bildungssystem, ein gutes Gesundheitssystem, eintreten für soziale Gerechtigkeit, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern global. Ist es nicht ein Wert, den wir erwirtschaften? Ist es nicht eine Wirkung, die das hat? Ist es nicht ein Wohlstandsfaktor? Meines Erachtens nach schon, taucht aber nirgendwo auf. Warum nicht? Weil wir keine Preisschilder für sowas haben. Was ist es uns wert, dass, und die Menschenrechtsverstöße sind übrigens nicht nur das Problem von anderen Ländern, sondern ganz zentral in unserer Wertschöpfungskette, dass als das näheren Werk in Bangladesch zusammengebrochen ist, das waren deutsche Unternehmen, die dort haben fertigen lassen. So, ne? Und das sind die Reputationskosten der deutschen Wirtschaft. Das ist die Verantwortung eines jeden, einer jeden, die mit etwas Geld verdient, dafür Sorge zu tragen, dass die Wertschöpfungskette sozial gerecht ist. Ne? Und das hat doch gar nichts damit zu tun, also dass wir uns über solche Fragen unterhalten, kann ich immer nicht verstehen. In dem Moment, in dem ich mit etwas Geld verdiene, habe ich doch Verantwortung dafür, wie ich dieses Geld verdiene. Und dann ist es doch egal, ob das hier bei mir um die Ecke ist oder in einem weit entfernten Land. Und das sind... Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das hört sich jetzt ein bisschen naiv an. Die Welt ist in den letzten 200 Jahren immer besser geworden. Das ist so. Die Ausbildung ist immer besser, die Leute leben viel länger, das Gesundheitssystem ist besser. Also ich finde, es wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, als müsste man jetzt den Unternehmern erzählen, ihr müsst da und dann ein bisschen nachdenken. Das ist ja alles gut, aber wir müssen mal zu konkreten Punkten kommen. Aber es ist, naja, also es ist nicht wischiwaschi, weil es gibt ja zum Beispiel ein Lieferkettengesetz, ne? Das ja genau an diesem Thema soziale Gerechtigkeit in den Lieferketten ansetzt. Das gibt es im Übrigen nicht, weil die Politik den Unternehmerinnen einfach was vormachen will und die bevormunden möchte, sondern ich war im Vorstand der Nachhaltigkeits-Thinktanks des BDIs, Bund Deutscher Industrie. Die Realwirtschaft selbst wünscht sich verlässliche Standards, um sicher wirtschaften zu können. Weil es zum Beispiel eine große Herausforderung für Unternehmen, zum Beispiel international Audits durchzuführen.
Ne, das ist teuer, man braucht die richtigen Leute vor Ort, die man auch schulen muss. Und hier braucht es eben auch Orientierung für die Wirtschaft. Niemand möchte bevormunden, sondern die Frage, wie können wir Wandel gemeinsam gestalten, entlang von verlässlichen Leitplanken. Und die Entwicklung, die Sie nennen, die ist passiert. Aber trotzdem haben wir ja die Probleme, die wir sehen die Krisen, wir sehen aber auch die einzelnen, sagen wir mal, Super-GAUs in Wertschöpfungsketten. Und es geht ja jetzt darum, diese Risiken für diese Wertverbrennung, die ja dann auch passiert, auch über den Reputationsschaden zu verringern. Ich sehe jetzt noch zwei andere Wortmeldungen, vielleicht erst Cliff und dann Tim. Gutes Gefühl vom Landratskandidaten, das Mikro gebracht zu bekommen. Zunächst eine Anmerkung. Ich glaube, wir brauchen uns für die Regeln, die wir jetzt aufstellen, im Hinblick auf die Transformation nicht zu schämen. Planwirtschaft, das war Kohleverstromung, Subventionen in Kohle und Atomwirtschaft. Also Greenpeace hat mal ausgerechnet, wir müssten 1 Euro pro Kilowattstunde bezahlen, wenn das keine Subvention gewesen wäre mit der Atomverstromung. Also da ist das noch, ich sag mal, Pillepalle, was wir jetzt hier investieren in die Transformation, in die CO2-arme Gesellschaft. Aber zwei Fragen an dich, Christina, im Hinblick auf das Eingangsstatement, die Arbeit beim Nachhaltigkeitsbeirat für die Regierung. Ich meine, wir als Steuerzahler haben diese gute Arbeit ja letztendlich bezahlt. Die Vorschläge lagen im Februar vor, 31 fein ziselierte Vorschläge von Berichtspflichten über Definitionen, was ist Nachhaltigkeit. Insofern ist die Grundfrage ja durchaus berechtigt. Also auf EU-Ebene streitet man sich ja noch, ist Atomwirtschaft nachhaltig? Das können wir hoffentlich in Deutschland jetzt schon beantworten und weiter vorgehen. Was passiert jetzt mit diesen 31 Vorschlägen? Hat die Bundesregierung gar nichts gemacht, bis auf das Lieferkettengesetz, was er immerhin umgesetzt hat? Muss das die nächste Bundesregierung, wie die auch immer aussieht, jetzt aufnehmen? Oder gibt es eine Kommission, die diese 31 Vorschläge jetzt irgendwie bearbeitet oder letztendlich in Gesetzesvorhaben bringt? Die zweite Frage wäre, wie vermeiden wir Greenwashing? Was sind da die konkreten Ideen? Weil wir erleben ja jetzt in der Presse die Deutsche Banktochter DWS, die ins Gerede gekommen ist. Das mag ja gar nicht mal vorsätzlich gewesen sein und das mag ja daran liegen, an dem Grundproblem der Definition, was ist nachhaltig? Du hast erwähnt die Taxonomieverordnung, da folgen noch delegierte Rechtsakte, also in 2-3 Jahren wissen wir da vielleicht mehr. Aber wir könnten ja in Deutschland sehr viel früher losstarten. Und da ist natürlich die Frage, EU-Ebene, was können wir in Deutschland machen, inwiefern überlappt sich das, dass wir wenigstens mal die Definition, was ist nachhaltig, und zwar jetzt nicht S und G, das ist relativ einfach. Governance heißt, sich an Gesetze halten, keine Menschenrechtsverletzungen begehen. Sozial ist auch relativ easy, würde ich mal behaupten, aber die Musik spielt sich ja beim Umweltfaktor ab. Ja, vielen Dank für deine Fragen. Die erste Frage, was passiert mit den 31 Empfehlungen? Also die Bundesregierung hat im Mai auf diese 31 Empfehlungen 26 Maßnahmen draufgesetzt. Das sollte ja dann, wie gesagt, eigentlich die Sustainable Finance Strategie sein, weil dafür ist der Beirat ja angetreten, um Vorarbeit zu leisten, damit es diese Strategie gibt. Das Interessante an diesen 26 Maßnahmen ist jetzt allerdings, dass sie wesentlich unkonkreter geworden sind als die 31 Empfehlungen. Zum Beispiel steht in dem Maßnahmenpaket kurz-, mittel-, langfristig, aber an keiner Stelle steht, was kurz-, mittel- und langfristig ist. Also wenn jetzt zum Beispiel langfristig 100 Jahre ist, dann wäre ja kurzfristig 25 Jahre. Damit kann der Markt nicht arbeiten, weil genau wie du sagst, es muss jetzt um die Umsetzung gehen. Bis zur Wahl wird es nicht mehr passieren. Der Beirat, so wie er jetzt ist, ist nur für eine Legislaturperiode berufen. Für uns ist es relevant, mit den 31 Empfehlungen des Beirats weiterzuarbeiten, weil wir auch von grüner Seite die Arbeit des Beirats eng begleitet haben, weil es auch von ParlamentarierInnen, beispielsweise auch Lisa Paus, unsere finanzpolitische Sprecherin, immer wieder Anreize gab, die Arbeit des Beirats auch mehr ins Parlament zu tragen, weil da haben nämlich die Ministerien keinen großen Wert drauf gelegt. Und das ist natürlich dann immer schwierig, wenn es solches Silo-Denken gibt. Die 31 Maßnahmen sind das, was profund ist, und sind der Weg in die Umsetzung. Und die 26 Maßnahmen sehe ich tatsächlich dann eher als Rückschritt. Was können wir hier in Deutschland machen, um Standards zu fördern, um Erwartungssicherheit zu schaffen und natürlich auch VerbraucherInnenschutz zu betreiben? Weil das, was jetzt passiert ist, und auch ich möchte ehrlich gesagt keinen bewussten Betrug unterstellen, weil ich dafür, denke ich, wir alle von außen zu wenig da reinschauen können. Aber ich
und das ist auch ehrlich gesagt kleines Einmaleins, wenn es auf einmal einen riesigen Hype am Finanzmarkt gibt, nachhaltige Produkte sind total angesagt, alle Welt will nachhaltig investieren und genau wie auch der vorherige Redner sagte, aber niemand überhaupt weiß, was Nachhaltigkeit ist, dann wird es natürlich schwierig, das zu halten, was dann manche Produkte versprechen. Das ist im Übrigen genau das Gleiche wie im Lebensmittelbereich. Ne? Auch da gibt es seit Jahren dezidierte Auseinandersetzungen darüber, welches Label überhaupt was aussagt und inwiefern die Standards, die hier versprochen werden, auch gehalten werden. Jetzt ist es in der Finanzbranche noch ein bisschen schlimmer, weil es gibt nämlich aktuell gar keine gesetzlichen Standards, so, denn die werden eben gerade gemacht. Alles, was es gibt, beruht auf Freiwilligkeit. Deswegen ist dieser EU-Aktionsplan für nachhaltige Finanzen so wichtig, mit diesem Kernstück Klassifizierung gleich Taxonomie, weil wir müssen uns auf eine gemeinsame Sprache einigen, was wir unter nachhaltigem Unternehmerinnentum verstehen. Das heißt nicht, dass wir das andere, wie eben schon gesagt, was da noch nicht ist und noch nicht nachhaltig ist, verbieten. Aber wir müssen uns darauf verständigen, was für uns das Gelbe vom Ei ist, um dann letztlich auch genau diese Zielpfade festlegen zu können. So, das heißt, wir können, weil wir sind ja schon Mitgliedstaat der EU, die EU ist genau wie der Markt die Entscheidung der Menschen ist, ist die EU das Engagement ihrer Mitgliedstaaten. Und natürlich ist es gut, wenn da einzelne Mitgliedstaaten auch Impulse setzen auf europäischer Ebene, um die gemeinsame Diskussion auch nach vorne zu bringen. Diskutiert wird beispielsweise gerade eine Ampel für Finanzprodukte, eine Nachhaltigkeitsampel, sodass alle Finanzprodukte per se offenlegen müssen, wie sie das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Und zwar nicht nur, das war nämlich ursprünglich mal so auf EU-Ebene diskutiert, nicht nur die Finanzprodukte, die selbst sagen, sie sind nachhaltig, sondern alle. Das ist natürlich eine große Herausforderung, als einzelner Mitgliedstaat diesen Weg, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Und auch da wird es erstmal ein bisschen Auseinandersetzungen geben, auf welche Sockelfaktoren, KPIs, Key Performance Indicators nennen wir das, wir uns einigen. Aber das wäre ein Fuß in der Tür und das wäre ein Anfang und es wäre ein gutes Zeichen Richtung EU und ein super Impuls, den wir da einbringen würden. Und es würde eben das Vertrauen der VerbraucherInnen schützen, weil das ist auch was, was mir ganz persönlich sehr am Herzen liegt, bezogen auf mein Thema, wenn wir jetzt zu viel Greenwashing erleben, beziehungsweise wenn es dann auch medial so hochgekocht wird, dass grüne Finanzen, nachhaltige Finanzen ja alles Betrug ist und dass die Finanzbranche mal wieder nur ihrem betrügerischen Casino-Spiel nachgeht. Und ich meine, ich habe da gearbeitet, das ist nicht das per se Wesen dieser Branche. Und wir verkennen die Potenziale, die diese Branche hat für uns als Gesellschaft. Aber wenn wir das wieder so in die Schmutzkind-Ecke stellen, dann ist dieses Thema auch ganz schnell tot. Und deswegen meinte ich auch eben, diesen Weg, den wir jetzt gehen, der hat schon auch mit Frustrationsmomenten zu tun. Und diese Definitionsdiskussion, das sind Frustrationsmomente. Weil natürlich ist es für uns beispielsweise unvorstellbar und anstrengend, auf europäischer Ebene zu diskutieren, ob Atomkraft denn nun nachhaltig ist oder nicht. So, ne? Aber wenn man sich die Interessenslage Frankreichs anschaut, die einfach einen großen Energieteil ihrer Wirtschaft aus Atomkraft beziehen und die natürlich sagen, es ist auf der CO2-Ebene im laufenden Betrieb deutlich geringer als beispielsweise Kohle, dann sind es natürlich politische Spiele, die da getrieben werden und die aber dann ambitionierte Standards aufweichen können. Und da müssen wir einfach klar bleiben. Und wenn wir dann nicht nur da was mit einem Nein dagegen stehen und bei unseren Ambitionen bleiben, sondern sogar einen eigenen Vorschlag machen, wie wir an anderer Stelle, nämlich in der Verlässlichkeit von Finanzprodukten, weiterhelfen können, würde ich das auch als sehr ernst genommene europäische Verantwortung sehen, abgesehen von den positiven Effekten, die es im Inland für die VerbraucherInnen hätte. Ja. Dann Tim. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage, die ist etwas kürzer, aber auch globaler. Reicht das Ganze überhaupt? Vielleicht ein bisschen ausformulierter. Ich sehe es eines, glaube ich, sinnvoll und total notwendig, dass wir wechseln vom, sage ich mal, neoliberalen, entgrenzten Kapitalismus zu einem grünen Kapitalismus. Es ist notwendig, diese Grenzen zu setzen. Es ist notwendig, da, wo Löcher sind, die wir in den letzten 20, 30 Jahren gemerkt haben, die wieder zu stopfen und dass davon wirklich die Bürgerinnen und Bürger auch profitieren. Aber reicht das wirklich, um dann langfristig wirklich nachhaltig zu sein, langfristig die Klimaziele zu erreichen? Braucht es nicht radikalere Vorschläge? Braucht es nicht, Stichwort Postwachstum, braucht es nicht Vergesellschaftung, braucht es nicht andere Maßnahmen, um das wirklich zu erreichen? Ist es möglich in dem System oder brauchen wir einen Systemwechsel?
Große Frage. Ja, große Frage. Wir bleiben alle noch 3 Stunden sitzen. nein, aber eine vollkommen richtige Frage. Ich glaube nur, und ich beantworte diese Frage immer möglichst rational, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ein Systemwechsel kostet Zeit. Ein Systemwechsel führt ein System erstmal in ein Vakuum und dann entsteht was Neues. Diese Zeit haben wir nicht. Außerdem glaube ich fest an das Potenzial dieser internationalen Finanzinfrastruktur, die wir aktuell haben. Weil es ist ungefähr, wenn man sich das vorstellt, wie eine Art von Pipeline- und Röhrensystem, durch das man Geld schicken kann, sehr gezielt. Und wenn wir, und da bin ich doch so ein bisschen Anhängerin einer neuen Institutionenökonomik, wenn wir vorhandene Infrastruktur nutzen können, um gezielt schnell zu bearbeitende Probleme anzugehen, dann ist das in meinen Augen deutlich effizienter. Und dieser Wandel, der passiert meines Erachtens nach parallel, weil wie oft ich gefragt werde nach Gemeinwohlökonomie, nach neuen Definitionen von Wachstum, nach einer Frage, braucht es überhaupt noch grundsätzliche kapitalistische Dynamiken? Das sind ja Diskurse, die werden in der Gesellschaft geführt. Und diese Gesellschaft macht dieses System aus. Nur bin ich jetzt tatsächlich 100% Vertreterin davon, lasst uns jetzt diese Infrastruktur nutzen, um schnell zu handeln, weil ich Angst davor habe, dass wir es ansonsten nicht mehr zeitlich nicht mehr schaffen. Und dieses Arbeiten mit dem, was wir zur Verfügung haben und dieses Überdenken der Regeln, nach denen wir seit über Dekaden leben und immer so tun, als wären die vom Himmel gefallen, das wird sehr viel in dem Narrativ ändern. Was begreifen wir überhaupt als Wert? Was begreifen wir überhaupt als Wachstum? Und inwiefern ist die Finanzbranche für uns ein dienlicher Aspekt, um Zukunftsfähigkeit zu sichern, aber kein Selbstzweck mehr? Ich hoffe, große Frage, kurze Antwort. Ich würde das aber gerne ergänzen. Also das, was wir heute diskutieren, ist ein Baustein für die Transformation. Und vielleicht mache ich den Punkt, den du gerne machen würdest, vielleicht noch mal ein bisschen stärker. Ich organisiere für die Böll-Stiftung hier in Hessen eine Reihe mit, die sich Böll Economics heißt. Und wir haben uns im letzten und diesem Jahr das Thema Alternativen zum Kapitalismus gesetzt. Vor kurzem eine Veranstaltung gehabt zum Thema Postwachstum. Also die können die Leute, die jetzt im Internet sind oder ihr auch im Nachhinein nochmal im Netz nachgucken. Die haben wir nämlich auch in so einer digitalen Veranstaltung gemacht. Wir hatten den Christian Felber da, Gemeinwohlökonomie hast du genannt. Wir haben demnächst nochmal eine Veranstaltung zu Care Revolution. Also alles Ansätze, die sozusagen Ökonomie auch nochmal ein Stückchen neu denken, halte ich für unbedingt erforderlich, weil wir müssen die Ökonomie insgesamt so umbauen, dass sie innerhalb der planetaren Grenzen auch funktioniert. Und das ist eine Riesenaufgabe. Nichtsdestotrotz sind die Hebel, die wir heute diskutieren, wichtig auch für die Transformation. Also insofern sowohl die grundsätzlichen radikalen Dinge denken, aber diese konkreten Dinge auch gehen und da die Mechanismen, die es über die Finanzmärkte gibt, auch nutzen. Ja, vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank, Christina. Wir nähern uns jetzt so dem Ende, was wir uns angedacht haben, dem Zeitrahmen. Ich würde euch bitten, jetzt noch mal ein kurzes Schlussstatement zu geben. Doch eine Frage, 2 Fragen sehe ich noch, die nehmen wir noch mit. Vielleicht ein Beispiel aus der Realität, was ein bisschen das zusammenbringt, was der Herr Richter, glaube ich, gesagt hat. Kannst du das Mikrofon ein bisschen näher nehmen? Über Definitionen und was er gesagt hat über die Geschäftsführer oder die Vorstände, also dass man denen nicht unterstellen sollte, dass die so Desinteresse haben oder wie. Also ein Beispiel aus der Praxis, wenn Risikovorstand von der Bank sagt, ja, wenn ich jetzt im Leasingbereich in den Fuhrpark mit E-Mobilität investiere, ist es jetzt nachhaltig, weil da muss ja auch der Strom irgendwo herkommen. Dann genauso Landwirtschaft. In welche Landwirtschaft kann ich noch investieren, weil die Produkte müssen ja auch erzeugt werden. Wir sollen uns immer mehr gesund ernähren, aber wo darf man dann investieren und wie kann ich das in meine Ratingsysteme reinführen, um ja, dann bestmöglich auch die Risiken einzugehen. Und ich glaube einfach, da ist manchmal nicht unbedingt der fehlende Wille, sondern das fehlende Wissen oder die Definitionen, die noch fehlen.
Also dass da einfach, das war jetzt wie gesagt keine Frage, sondern aus der Wirklichkeit gegriffen Beispiele, wenn so ein Vorstand sagt, ja wie oder wo gibt es da die Leitlinien oder muss es jeder selbst beurteilen. Also es ist sehr schwierig, das umzusetzen. Und das genau ist ja der Grund, warum ich letztlich in die Politik gehen möchte. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass ich den Unternehmerinnen und Unternehmen irgendwas unterstellen möchte, sondern ich kenne das Potenzial der Wirtschaft. Ich habe das 13 Jahre gemacht. Die Frage ist nur, wie bekommen wir dieses Potenzial gehoben? Und da sind eben diese Leitplanken, ob es Definitionen sind, ob es Transparenzanforderungen sind. Das ist relevant, um genau dieses Potenzial, das ich auch sehe, zu heben. Genau. Ja, vielleicht können wir so machen, vielleicht könnt ihr in eure Schlussstatements die europäische Dimension nochmal einbeziehen. Also wo sind die Impulse aus anderen europäischen Staaten und wo kommen da Impulse? Einfach eine Einordnung hätte ich da nochmal gerne. Danke. Okay, dann erzähle ich mal ganz kurz zusammengefasst diese Geschichte von 2016 an, dieses EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Unternehmertums. Wie gesagt, 2016 wurde die High-Level Expert Group gebildet. Die hat Empfehlungen erarbeitet, so wie jetzt der Beirat in Deutschland auch. Und die wurden dann durch eine sogenannte Technical Expert Group umgesetzt, um eben Definitionen zu schaffen und eine Rahmenvorgabe, was ist überhaupt als nachhaltig zu sehen. Da stehen wir aktuell bei der Definition des klimaökologischen Bereichs. Vollkommen offen sind noch die Definitionen S und G, also Menschenrechte in der Lieferkette beispielsweise, aber die gesamte soziale Dimension und auch die Unternehmensführungsaspekte. Die Europäische Kommission hat dann in diesem Sommer die Renewed Sustainable Finance Strategie veröffentlicht, also im Prinzip die zweite Auflage, die auch übrigens eng verknüpft ist mit dem Green Deal der EU-Kommission, weil auch hier geht es einfach darum, Wirtschaftlichkeit, Zukunftsfähigkeit gemeinsam zu fördern. Hier stehen stark auf der Agenda zum einen das Risikothema, was ich eben sagte, dass wir von einer Kurzfristigkeit im Kapitalmarkt zu einer Langfristigkeit kommen. Wie können Risiko- und Prognosehorizonte aussehen, so dass sie standardisiert und vergleichbar sind? Das Thema Integration steht ganz vorne, also wirklich die Finanzbranche runterdenken bis zur einzelnen Verbraucherin und bis zum einzelnen Verbraucher und aber auch die Frage der Finanzstabilität als solche, weil häufig diskutieren wir nachhaltige Finanzierung so, da ist die Realwirtschaft, die muss jetzt mal durchfinanziert werden durch diesen Strukturwandel und wir vergessen, ich hatte es eben kurz angesprochen, dass die Finanzbranche selbst ja auch krisengeschüttelt ist. Also diese Nachhaltigkeitsbewegung bringt ja nicht nur der Realwirtschaft was, sondern soll eben auch Finanzstabilität hervorheben. Das sind die großen Eckpunkte, die es in den nächsten Jahren zu bestreiten gibt. Im europäischen Umfeld fällt mir zum Beispiel Frankreich ein, die schon vor dem EU-Aktionsplan sich dem Thema und auch politisch dem Thema nachhaltige Finanzierung angenommen haben. Da gibt es seit 2015 den Artikel 173. Der verpflichtet InvestorInnen dazu, die Klimarisiken ihrer Investmentportfolios offenzulegen. Das ist ein Riesending und ehrlich gesagt haben natürlich, also die Branche hat ganz schön geächtzt, als das beschlossen wurde und es gab auch eine lange Übergangsphase, es war nicht sofort verpflichtend, aber zu was hat das geführt? Die InvestorInnen haben gesagt, uns fehlen die Informationen, um das zu bemessen, also laufen wir doch mal los Richtung Realwirtschaft und holen uns die Informationen ab. Dementsprechend haben die heute, weil es ist ja jetzt schon einige Jahre her, eine deutlich bessere Transparenz hinsichtlich der Klimarisiken in den Portfolien. Das passiert, wenn man Regulierung an bestimmten Stellen setzt. Nehmen wir beispielsweise den Finanzplatz Luxemburg, der sich komplett in Grün kleidet im Prinzip. Die haben ein sehr großes Green Bond Segment und haben das zu einem relevanten Markenzeichen und Standortfaktor gemacht. Das heißt auch nicht, dass es da keine Herausforderungen mehr gibt, aber die Staaten haben sich dem Thema auf unterschiedliche Arten und Weisen schon früher angenommen und sind dadurch ein bisschen weiter als wir. So, oder beispielsweise die Selbstverpflichtung der niederländischen Banken, die wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gesehen haben. Und letztes Jahr gab es dann auch eine Selbstverpflichtung im deutschen Finanzsektor, daran orientiert. Da sieht man auch wieder, wie schön Staaten ineinander spielen, weil natürlich in dem Moment, in dem die einen einen Schritt nach vorne gehen, gehen die anderen auch mit.
Der Vergleich ist nur, wenn wir uns anschauen, welche Staaten sind schneller vorangekommen im Thema nachhaltige Finanzierungsstrukturen, dann sind es die Staaten, in denen der öffentliche Bereich, der Staat, die Politik schon früher sich dem Thema auch angenommen haben. Nicht dirigistisch, sondern im Austausch mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das zusammendenken. Wenn wir zukünftig so arbeiten wollen, hier ist der Staat, hier ist die Gesellschaft, hier ist die Wirtschaft und irgendwo gibt es ja auch noch die Wissenschaft, so, dann werden wir nicht zusammenkommen. Wir müssen einfach diesen Schulterschluss, den Informationsaustausch zwischen diesen Silos suchen. Weil sonst haben wir am Ende Regulierung, die an wirtschaftlichen Bedürfnissen vorbeigeht und wir alle gemeinsam erreichen die Ziele nicht. Wir nutzen nicht die Potenziale der Wissenschaft. Mehr zusammendenken, weniger gegeneinander. Regulierung ist Chance, nicht nur Bürde. Und wenn wir dieses Verständnis, und vielleicht mache ich das jetzt gerade zu meinem Schlussplädoyer, dafür würde ich mich gerne einsetzen, und für viele andere Dinge, aber die findet man auch auf meiner Website. Aber ich glaube, mehr miteinander, weniger gegeneinander, kein Blaming und Shaming, sondern schauen, wo können wir gemeinsam was wuppen, damit es jetzt noch gelingen kann. Herzlichen Dank. Ich würde für mein Schlussstatement gerne die letzten beiden Kommentare, Fragen nochmal aufnehmen. Europäische Ebene ist natürlich ganz wichtig, weil Finanzmärkte sind europäisch und auch Sozialpolitik muss man zunehmend europäisch denken. Aber ich habe das ja eben schon angedeutet, wir haben da viel aus Schweden gelernt oder man kann da auch viel lernen. Man kann diese Dinge nicht eins zu eins übernehmen, aber Alterssicherungssysteme sind sehr unterschiedlich. Österreich habe ich angesprochen, die einen ganz anderen Weg gegangen sind, die Niederlande etc. Man kann aber immer von den anderen Ländern lernen. Deswegen ist eine europäische Debatte auch beim Thema Alterssicherung wichtig. Und wir treten ja als Grüne an für Mindeststandards insgesamt in der sozialen Sicherung. Also bei Grundsicherung ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher als bei der Alterssicherung. Aber wir brauchen das bei Grundsicherung, bei Gesundheit, aber eben auch für die Alterssicherung, da Standards anzugeben, was so ein Mindestniveau der Rente angeht, auch bei der kapitalgedeckten Vorsorge Standards zu nehmen. Und da ist die Europäische Union tatsächlich auch schon wieder weiter, als wir das in Deutschland sind. Es gibt ein europäisches Standardprodukt für die kapitalgedeckte Alterssicherung, das heißt PEP, wo es dann aber auch nochmal wichtig wäre zu sagen, was für Bedingungen hat das, da Nachhaltigkeitskriterien auch noch mit reinzukriegen. Das ist vor allen Dingen gedacht für Menschen, die ja auch zunehmend über die Grenzen sich bewegen, ökonomisch mal in dem einen, mal in dem anderen Land leben. Auch das muss man bei der Kapitaldeckung ja mit berücksichtigen, übrigens auch bei der gesetzlichen Alterssicherung. Also die europäische Ebene spielt da auch eine große Rolle. Ich will aber auch noch mal den Punkt aufnehmen, wie weit ist denn die Wirtschaft oder wie weit ist sie nicht? Ich war bei mir im Ausschuss für das Lieferkettengesetz zuständig. Und das hat ja lange gedauert, bis das in die Gänge gekommen ist in der Regierung, nicht nur, weil es da ideologische Streitereien gibt mit irgendwie Müller und Heil auf der einen Seite, also CSU und SPD versus vor allen Dingen Altmaier, CDU, sondern auch, weil die erstmal den Weg gegangen sind, die Unternehmen freiwillig machen zu lassen. Und dann gab es Befragungen, inwiefern sich die Unternehmen an Menschenrechtskriterien und ökologischen Kriterien orientieren. Und da kam raus, dass ein großer Teil der Unternehmen das nicht macht. Und deswegen braucht es da gesetzliche Regelungen. Es gibt aber auch einen großen Teil der Unternehmen, die das machen. Und darum geht es dann auch bei den Punkten, die wir hier diskutieren, da vernünftige Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Weil die anderen haben Wettbewerbsvorteile, weil sie die Umwelt ausnutzen, weil sie Menschen ausnutzen, weil sie Menschenrechte nicht beachten. Und da geht es darum, gleiche Regeln für alle zu schaffen. Im Englischen sagt man da mal Level Playing Field. Also die Regeln so schaffen, dass wir die marktwirtschaftlichen Punkte, das sind wir fast wieder am Anfang, die stärker fördern. Dafür braucht es klare Regelungen, klare Bedingungen. Und da ist die Wirtschaft tatsächlich häufig weiter, als die jetzige Politik das tatsächlich ist. Und deswegen geht es darum, da tatsächlich diese Kräfte, die es ja schon gibt, zu stärken und weiter zu fördern. Und da ist vieles von dem, was wir heute diskutiert haben, wie gesagt, ein Baustein von ganz vielen, aber ich glaube, dass das ein wichtiger Baustein ist, weil in den ganzen Finanzmärkten ist halt unglaublich viel Geld und über Geld kann man halt enorm viel auch bewegen. Ja, liebe Christina, lieber Wolfgang, vielen Dank für diesen informativen, spannenden
Abend. Ihr habt ein komplexes Thema wirklich hervorragend rübergebracht. Wir werden darüber mit Sicherheit noch viel reden. Ich will hier zum Abschluss aber nur eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Wir müssen einiges, wir müssen viel ändern, damit unser Planet so bleibt, wie er war. Und dafür wollen wir kämpfen, weil am 26. September ist Bundestagswahl und wir wollen euch beide in den Bundestag schicken, damit wir diese Ziele, wie ihr sie eben skizziert habt, umsetzen könnt. Damit vielen Dank auch an die an den Bildschirmen, die jetzt zusehen oder nachsehen. Nehmt die Botschaften, die ihr heute aufgenommen habt, mit, tragt sie weiter, teilt sie, dann wird es uns gelingen, zusammen hier etwas zu bewirken. Vielen Dank, bis zur nächsten Veranstaltung. Tschüss.